Freunde und herzlich willkommen bei RCKs und Co. Heute die dritte Folge, dritte Folge vom TuneFighter Bausatz und vermutlich auch die letzte Folge, bis auf das Fahrvideo, was dann noch folgt. Heute wird das Optische getan, naja, was heißt das Optische, wir haben auch noch hier ein bisschen funktionstechnisch was. Wir brauchen noch einen Bumper. Dazu komme ich gleich. Wir brauchen noch eine Karo und wir brauchen irgendwie noch einen Heckbumper oder die Ersatzradhalterung. Beginnen wir direkt mal mit dem Bumper. Ich habe jetzt hier einen Slash-Bumper vom... steht eigentlich gar nicht da drauf, ob das für einen 4x4 ist. Lukas meint, das wäre für einen 2WD. Das ist die Artikelnummer. Der Slash-Bumper passt eigentlich 1:1 wirklich an das Fahrzeug. So vom... also das heißt 1:1, aber wirklich gut. Wir drehen den Scherbel mal um oder stellen mal so hin. Wir haben hier die Breite von dem Bumper, ist genauso breit wie das Chassis. Die zwei Löcher sind original, eigentlich für M4er Schrauben. Ich habe M3 durchgejagt und hier vorne nochmal drei neue Löcher gebohrt, sodass das hier vorne recht stabil, denke ich mal, aufgehangen ist. Das ist die originale Bumper Spring, die dabei war, die gehört eigentlich andersrum rein. Ich bin jetzt noch am überlegen, wie ich das dann noch festmache. Schauen wir mal, wie ich es dann letztendlich lösen werde. Oder ob ich es ganz weglasse, weil an sich... ja. Gucken wir halt mal. Dann werde ich die Ersatzradhalterung mal noch anbauen, weil ich habe jetzt keinen Heckbumper. Der Lukas hat... mein Finger war drin. Entschuldigung. Wo ist denn die Kamera? Ist der? Da ist sie. Okay. Der Lukas hat ein Bumper-Set geholt vom New One, glaube ich, oder irgendwie sowas. Das seht ihr dann auch gleich noch. Aktuell ist der Lukas jetzt gerade nicht da, aber das kommt später dann noch. Genau, ich werde jetzt erstmal die Ersatzradhalterung mit dem Ersatzrad noch anbauen. Ich hoffe, dass man das dann so lassen kann, dass das ganz geil aussieht. Dann haben wir, abgesehen davon, Lampe, komm mit, noch die Querlenker-Dingsies. Also die werden hier noch eingebaut, da davor, damit die Querlenker so zusammenhält, damit die nicht aus dem Chassis ausreißen, haben wir auch schon erlebt. Dafür habe ich extra noch längere Schrauben, weil wir nirgends welche gefunden haben, mit Muttern. Das wird noch eingebaut. Dann haben wir hier Karo-Halter vom, ich weiß es nicht, vom New One oder Lukas meint es von was anderem, keine Ahnung, von Reli halt eben. Artikelnummer seht ihr hier. Genau, und die Dämpferbrücken sind offensichtlich die gleichen, wie die jetzt verbaut sind. Und das sind die Karo-Halter, die wir dann für die Karosserie benötigen. Hier habe ich nochmal ein paar Karo-Clips und so Bämpel dazu. Hier sind die Farben. Einmal komplettes Weiß, um die Neonfarben zu hinterlegen. Einmal Grau für uns beide. Das Weiß ist auch für uns beide. Lukas macht Gelb, ich mache Orange. Also Orange und Gelb mit grauen Spritzern. Mit Weiß hinterlegt. Ich bin gespannt, wie es aussehen wird, aber ich denke, das wird schon. So, und jetzt kommt die Karo. Whoop. Ja, Traxxas / 4x4 Karo werden wir verbauen. Verbauen, was heißt verbauen? Lackieren. Hier, die Karo ist wirklich extrem riesig. Keine Ahnung, meine Hand zum Vergleich. Ist halt so groß wie ein Slash, aber sie passt gut auf den TuneFighter. Dabei sind Karo-Masken, Aufkleber für die Fenster von außen und jede Menge Sponsorenaufkleber, unter anderem auch Makita, ist eigentlich das einzigste, was ich kenne, und BorgWarner ist so eine amerikanische Motorenfirma. Dann hier noch ein paar Nummern, die / warum auch immer da Platinum steht, könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was das heißt. Die kleben wir natürlich nicht auf. Genau, und ansonsten, Karo müssen wir halt selber noch lackieren. Ich würde sagen, wir nehmen die mal kurz mit zum TuneFighter und setzen die einmal hier drauf. Moment, das Licht muss wieder her. Also an sich passt die ziemlich gut, bis auf die Karo-Löcher halt eben. Ausschneiden müssen wir es dann auch noch ein bisschen hier um den Radkasten rum. Aber ja, ich werde jetzt die Ersatzradhalterung anbauen, damit wir dann sehen können, wie ich die Karo hier hinten ausschneiden muss oder ob das überhaupt gescheit aussieht. Ich finde es ganz geil, wenn da hinten dann das Ersatzrad so drauf hockt. Ist doch für so einen Shortcourse-Truck oder so ein Desert-Buggy eigentlich nicht hässlich. Genau, deshalb werde ich die Halterung dran schrauben. Ich werde die Karosteher dran schrauben. Dann müssen wir zuerst die Löcher bohren.
damit die Karo wirklich da drauf sitzt. Anschließend wird jeder seine Karo lackieren. Wenn wir dann die Karo lackiert haben, dann werden wir uns treffen und noch den Rest so ein bisschen hier halt ausschneiden und Krimskrams, Gedöns. Ich würde sagen, ich mache jetzt die, ja, ich lege jetzt einfach mal los und wir werden uns wiedersehen, denke ich mal. Ja, warum auch nicht? Das Video geht ja weiter, ne? So, Freunde, hier nochmal ein kurzer Zwischenstand, immer noch nur von mir. Ich habe die Karolöcher jetzt neu gebohrt. Also das sind die Originalen, das sind die selbstgebohrten. War hier ein bisschen arg bescheuert, weil das hier in dem Knick drin ist. Hier wäre die zweite Option gewesen, wäre aber auch im Knick gewesen. Deshalb habe ich es lieber da vorne gemacht. Da hinten ging es halbwegs. Reinigen. Man muss die Karo ja reinigen, bevor man sie von innen lackiert. Von außen ist eine Schutzfolie drauf. Von innen lackiert man sie normalerweise, damit sie dann glänzt. Wenn ich sie von außen lackiert, ist sie quasi matt. Ich habe es noch nie ausprobiert, ob der Lack dann abblättert beim Fahren. Es ist dann ja eigentlich ziemlich rau, weil, naja. Die Schutzfolie zieht man ab, wenn man die Karo lackiert hat, damit halt eben, wenn man die jetzt von innen lackiert und es kommt aus Versehen von außen was drauf, dass es trotzdem dann, nachdem man es abgezogen hat, noch komplett überall glänzt. Man muss aber, bevor man die Karo von innen lackiert, die noch reinigen. Und beim letzten Mal habe ich das mit Wasser gemacht und Spüli. Allerdings ist es ein schöner Spaß, weil das Wasser halt so kalkhaltig ist. Und ich glaube, ich habe es beim letzten Mal ein bisschen dann abgetrocknet und den Rest noch trocknen lassen. Und trotzdem waren halt übel die Kalkflecken dann da drin. Das ist auch nicht das Wahre. Das habe ich mal in ein paar Foren nachgelesen. Hat einer geschrieben, ja, man kann auch Bremsenreiniger nehmen. Ohne Acetoin, keine Ahnung, irgend so ein Quark. Ich weiß nicht, da steht jetzt nicht drauf, ob das da drin ist oder nicht. Ich hoffe, dass es nicht drin ist. Habe es da hinten schon mal ein bisschen ausprobiert. Auf einen Lappen sprühen oder auf ein Papiertuch und dann das ausreiben, dann müsste das eigentlich funktionieren. Und ich meine, also so direkt drauf sprühen würde ich jetzt auf gar keinen Fall machen, weil dann wird es wahrscheinlich milchig, würde ich mal schätzen. Aber das hat jetzt funktioniert, das sieht man jetzt eigentlich nichts. Dass die Karo irgendwie kaputt ist und brüchig wird sie so auch noch nicht, nur wenn man halt wirklich direkt drauf sprüht. Also gut, ich reinige die Karo, ich lackiere die Karo und dann sehen wir uns wahrscheinlich mit dem Lukas wieder. Ja, wahrscheinlich. So, Freunde, jetzt sind wir beim Lukas. Also Lukas und ich, wir sind jetzt beide wieder da und hier auch sein Bausatz und mein Bausatz. Ach so, wir können jetzt, sagen wir das? Ja, Ja, doch, können wir jetzt können noch wir auch kurz zeigen. zeigen. Also, hier vorne. Red los. Ja, das ist ein Frontbumper, ich meine vom New One. Genau. Da habe ich gedacht, dass der gut passt. Der passt auch, aber ist halt zu kurz, deswegen habe ich da unten nochmal was gedruckt, dass der Mit so einer. verlängert wird. Ja, genau. Von oben habe ich auch eine Verlängerung reingemacht. Da wird es dann ganz normal festgeschraubt und dann sollte das passen. Dann passt Für es auch da dran. hinten kommt auch Ersatzrad dran, aber ich will halt noch hier hinten auch eine Stoßstange dran machen. Mal gucken, mit Ja, irgendwas ich habe drucken. jetzt auch das Ersatzrad dran, aber ja, das wäre halt, sieht dann optisch nochmal besser aus, wenn da noch eine Stoßstange ist eigentlich. Ja. Das war so ein ganzes Set, oder? Die Front- und Front und Heckstoßstange Heck oder was? mit diesen Mit ganzen den Bumper Springs, Swings und ja. so. Ja, okay, gut. Karo-Halter habe ich euch ja, glaube ich, gezeigt. Der Lukas hat die jetzt auch eingebaut. Und jetzt wollen wir eigentlich noch hier diese Alu-Dinger. Alu-Dinger, um halt hier die Querlenker so zusammenzuhalten, einbauen. Da haben die Schrauben gefehlt, habe ich jetzt Schrauben besorgt und das bauen wir jetzt noch ein. Dann müssen wir eigentlich bloß noch die Karo mit Aufklebern bekleben und ja, dann sind die Dinger eigentlich fertig dann. So, Freunde, jetzt nochmal Planwechsel oder wie auch immer. Ich bin wieder alleine zu Hause. Das Video ist katastrophal von der Organisation. Man streckt sich auch irgendwie über 2, 3 Monate, keine Ahnung. Wir wollen das Projekt jetzt endlich mal fertig bekommen. Und deshalb haben wir jetzt nochmal beschlossen, jeder macht jetzt das Auto selber fertig. Und dann treffen wir uns gemeinsam auf einer neuen Bash Location. Die habe ich letztens schon mal gezeigt in einem Short. Und machen dort den First Run. Eventuell zeigt der Lukas dann sein Auto auch noch, macht vielleicht auch noch ein Video und das schneide ich hier auch noch rein, damit man in dem Video beide Fahrzeuge fertig noch sieht. Ich nehme euch jetzt im Detail noch mal ein bisschen mit
Wir haben jetzt beim letzten Mal noch diese Querlenkerhalter installiert, hier aus Alu, die roten Streben. Da sieht man es vielleicht am besten da hinten hier. Genau, die haben wir noch eingebaut. Ansonsten weiß ich jetzt gerade gar nicht, was wir noch gemacht haben. Ich habe jetzt gestern oder so noch die Spur und Sturz ein bisschen verstellt. Wobei ich jetzt eben gemerkt habe, ich muss das nochmal verstellen, weil ja, geht nicht so ganz. Hier habe ich noch eine. Das ist eigentlich ein ganz guter Tipp. Moosgummi. Ihr kennt bestimmt alle Moosgummi von früher, vom Basteln oder so. Moosgummi habe ich jetzt mal die Idee bekommen, das könnt man benutzen, um ins Akkufach zu legen. Ich habe mir jetzt so, keine Ahnung, fünf verschiedene Farben Moosgummi, so eine Packung halt, so ein Set gekauft. Und habe hier jetzt ein orangenes Moosgummi reingeschnitten, da kann man den Akku dann drauflegen und verkratzt halt nicht so arg. Ja, mei, jetzt denken sich wahrscheinlich einige, oh, die Akkus, damit die nicht verkratzen und das ist doch gar nicht so wichtig oder so mäßig so, ja, nobel, nobel. Ja, komm, warum nicht? Kann man doch machen, dann tut es dem Akku ein bisschen besser und vor allem, wenn man Softcase fährt. Softcase freut sich dann sowieso. Apropos Softcase, ich habe hier noch beim Tunefighter was ausgeschnitten, weil ein Softcase oder meine Softcase haben so eine Kabelführung hier raus, damit die Kabel da nicht so komisch weggedrückt werden, liegen die dann schöner da drin. So, jetzt aber zum Wesentlichen. Zum einen weiß ich nicht, ob der Regler da halt hält. Das habt ihr vielleicht im anderen Teil gesehen, wie wir den befestigt haben. Zur Karosserie. Da muss noch eigentlich am meisten gemacht werden. Ich habe jetzt gerade eben schon mal auf der anderen Seite hier, also hier ist jetzt original noch die Seite. Man muss nämlich die Radkästen noch ein bisschen ausschneiden, damit es nicht schleift. Hier hinten sieht man schon direkt, das schleift sowas von. Wenn das Rad jetzt einfedert, dann schleift es ziemlich arg in der Karo. Auf der anderen Seite habe ich das jetzt schon ausgeschnitten. Hier schleift es dann jetzt nicht mehr. Moment, wo kann ich mich halten zum Drücken? Hier geht's. Allerdings, das ist jetzt nämlich das Problem. Ich glaube, die Karosserie ist halt einfach nicht geeignet für das Fahrzeug. Oder ich weiß gar nicht, wie es beim Slash eigentlich ist. Wenn er jetzt einfedert, dann schleifen halt zuerst die Räder in den Radkästen, bevor das Fahrzeug auf dem Boden aufkommt mit der Chassisplatte. Deshalb werde ich vermutlich noch Federwegbegrenzung einbauen, so wie beim DF Model Scrawler, sieht man auf dem Live-Kanal. Mache ich einfach mit. Moment, habe ich doch auch noch da, hoffentlich. Hallo? Wo ist das? Wo ist das Zeug? Ah, da fährt es rum. Da haben wir es doch. Silikonschlauch und das einfach über die Kolbenstange und dann begrenzt es automatisch den Einfederweg. Ich glaube, das werde ich noch tun, beziehungsweise es lässt sich vielleicht dann schon noch federn. Schauen wir mal. Wäre, glaube ich, ganz gut, damit die Farbe in der Karosserie oder die Karosserie etwas länger erhalten bleibt. Außerdem will ich den Sturz noch ein bisschen weiter so rein schrauben, damit die Räder halt ein bisschen weiter drin sind und nicht hier außen dann in der Karosserie schleifen, wenn die einfedern. Vorne muss ich den Radkasten auch noch ausschneiden, das sieht man nämlich auch, dass das nicht hinhaut, und ebenfalls den Sturz, glaube ich, noch ein Stück reinmachen, damit es halt auch nicht so arg hier drin dann schleift. Genau, das mache ich. Radkästen ausschneiden. Der Lukas hat noch für hier oben, das sind ja die originalen Löcher vom Slash, hat er 3D gedruckt, so Nöpsis, die man da reinstopfen kann. Das werde ich dann auch noch reinmachen. Er hat es wahrscheinlich schon drin. Und genau, die Aufkleber noch. Also es sind ja schon die großen Aufkleber drauf, aber die ganzen Sponsorenaufkleber müssen noch drauf. Also nicht die ganzen. Aber halt ein paar von diesen Sponsorenaufklebern will ich auf jeden Fall noch drauf machen, damit es halt mehr aussieht wie so ein Dakar-Auto. Das werde ich auch noch machen. Als erstes passe ich jetzt die Karo noch an, schneide die Radkästen aus, passe den Sturz an. Vielleicht sehen wir uns dann nochmal oder wir sehen uns gleich, wenn das Auto komplett endgültig fertig ist. Bis auf die Nöpsis da. Also dann bis gleich. So Freunde, nach Ewigkeit endet jetzt auch mal das Video. Keine Ahnung, wir haben bestimmt für den Abschnitt jetzt
2 Monate gebraucht oder so. Wie gesagt, wir haben die Autos jetzt zu Hause jeder fertig gebaut. Jetzt haben wir halt, ja, wir haben ja mehrere Folgen gemacht. Wir haben die Elektronik eingebaut. Als erstes haben wir den Bausatz natürlich aufgebaut, dann unsere Max 10 Sensor-Kombo eingebaut und Servo und Empfänger und dann halt noch diese kleinen Bastelsachen hier mit Frontbumper. Ich habe einen Slash RWD Frontbumper dran und der Lukas vom New One mit selbst 3D gedruckter Halterung. Er hat für hinten auch noch einen Bumper, der ist auch von dem New One Set. Da hat er auch noch was 3D gedruckt, damit es da hinten dran passt. Ich habe hinten keinen Bumper, nur das Ersatzrad. Genau, und ansonsten haben wir eigentlich an dem Auto nicht viel geändert. Wir haben diese Karo-Halter halt eben, damit wir die Slash-Karo drauf machen können. Dann würde ich sagen, wir machen die Karo jetzt nochmal drauf und dann zeigen wir das Ganze nochmal. So, jetzt sind die Karosserien wieder drauf. Das ist jetzt das finale Ergebnis von unserem Bausatzprojekt. Ich würde sagen, ich filme einfach mal irgendwie so drumherum. Okay, somit würde ich sagen, wir machen jetzt hier auf dieser Location den First Run von den Fahrzeugen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen oder das Projekt hat euch gefallen. Dann bedanken wir uns bei euch fürs Zuschauen. Lasst euch gut gehen und bis zum nächsten Mal bei RC Cars & Co. Ciao, ciao. Ciao.